Guckt euch das mal. Der bricht ja richtig auseinander, Alter. Da ist einer eingeschaltet. Der hat den Felsen da weggesprengt. Guckt euch das mal an. Heiligsblechle. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Occupy Mars, dem Traum von Elon dem Musk. Warum ist hier die Schleuse zu? Hier müssten doch eigentlich meine Tunnel entsprechend sein, meine Durchgänge. Ich habe jetzt gerade mal wieder angefangen zu spielen. Nach einer längeren Pause habe ich mal wieder eine neue Session gemacht. Und wir haben eine Asteroidenwarnung. So, ihr habt mir schon gesagt, was ich da tun soll bei Asteroidenwarnung. Und zwar ist es so, dass das Spiel die Asteroiden wohl nur an der Location generiert, an der ich mich befinde. Das heißt, wenn ich bei einem Asteroidensturm mich entsprechend woanders hin bewege, also raus aus meiner Base, dann kann ich die Asteroiden quasi wegziehen von meiner Base. Und das ist etwas, das ich unbedingt tun muss. So, jetzt müssen wir aber nochmal schnell schauen, dass wir die Ressourcen auch nochmal aufladen jetzt. Wir müssen die O2-Flasche nochmal wechseln und nochmal auffüllen auf jeden Fall. Saure Stoffflasche auffüllen, genau. So, und dann raus und dann nochmal trinken und dann abhauen. Auf jeden Fall abhauen, damit die Base nicht zerstört wird. Weil ihr habt mir nämlich auch gesagt, ein Treffer von so einem Asteroiden kann im Grunde, wenn das alles sehr dicht zusammensteht, kann im Grunde die gesamte Basis zerstören. Insofern, ja, der kommt, wann kommt der? In einer Stunde oder so. Da kommen jetzt auch irgendwie Zeitmeldungen. So, trinkt mal hier schnell. Trinken ist wichtig, genau. Schön trinken, sauber. Und dann würde ich sagen, fahren wir doch einfach mal ganz woanders hin. Meteor, wie bei dem Terraform-Game. Ja, genau. Meteore. Asteroiden. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt woanders hinfahre, dass mein Quad eventuell kaputt gehen könnte. Das hier ist ja das kaputte alte Quad. Vielleicht sollten wir das lieber benutzen, damit, wenn ein Quad kaputt geht, damit es nicht das gute Quad ist. Das wäre jetzt irgendwie vielleicht schlau. So, dann steige ich mal da auf. Wie viel? Nein, doch nicht da vorne aufmachen, Herrgott, noch eins. Wir müssen ja sowieso auch noch Material besorgen. Also wir müssen ja... warte mal, das Eisen packe ich mal noch schnell weg. Wir wollen ja den großen Rover bauen. Und dazu brauchen wir ja noch sehr viel Material. Die Version 0.1.2.2.2 kannst du nur in der Beta spielen. In der jetzigen Version ist nichts geändert. Okay, ach so. Ja, okay, die haben jetzt ein Experimental quasi hinzugefügt. Ja, okay, da können wir natürlich mal schauen, ob das sinnvoll ist, das vielleicht hier nach der Aufnahme mal auszuprobieren. Tatsächlich. Die waren sich da, glaube ich, unsicher. Genau, wegen den Bugs haben sie das geschrieben. Ob das sinnvoll ist, das schon in die Stable zu nehmen. Da haben sie gesagt, sie machen es erstmal nur in eine Beta quasi. Wo noch nicht jeder Zugriff hat irgendwie. Also wo man den Zugriff extra einstellen muss bei Steam über diese Experimental-Schiene da. Wenn man da bei Steam Rechtsklick-Eigenschaften auf den Beta-Tab und dann diesen Reiter benutzen mit den Betas, ist das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich jetzt hier, wie gesagt, noch nicht gemacht. Jetzt fahren wir einfach mal... Ich glaube, da drüben war noch was zum Abbauen gewesen in der Basis. Ich weiß nicht, ob das dann weit genug weg ist schon. Ich weiß nicht, wie weit man wegfahren muss, damit das nicht passiert mit dem Asteroiden, dass die Asteroiden meine Base zerlegen, ehrlich gesagt. Aber ich meine, der Radius wird ja hoffentlich nicht allzu groß sein von den Asteroiden. Weil ich denke mal, wenn ich selber in so einem Gebäude drinne stehe, müsste ich ja eigentlich geschützt sein. Oder in so eine Höhle könnte man natürlich auch gehen. Wetteralarm. Meteoritenschauer wird über diesem Gebiet erwartet. Erwartet. Also jetzt schon? Ich glaube, solange das noch grün blinkt rechts, das Symbol, muss ich mir noch keine Sorgen machen. Erst wenn das rot blinkt, fängt der, glaube ich, an. Müssen wir mal schauen. Das Blöde ist halt, wie gesagt, ich kann das Quad nicht mit reinnehmen. Kann ich das mit reinfahren über diese Rampe zufällig? Geht das? Kann man damit hier über die Rampe nach oben? Warte, Vorsicht. Moment, mal so richtig schön zentral drauf fahren. Oh, 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 ja, 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 haha! Es geht! Ja gut, dann steig ich mal ab jetzt hier, komm. Warte. Genau, dann müssten wir doch hier drin jetzt eigentlich safe sein, oder nicht? Schade, dass hier nicht mehr so viel zum Abbauen ist jetzt. Ich nehme einfach mit, was ich kriegen kann, weil Schrauben brauche ich zum Beispiel auch noch.
Da müsste ich hier, glaube ich, wenn ich dieses Kabel hier irgendwie... Okay, das geht nicht. Hier kamen immer auch mal Schrauben raus. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Occupy Mars reinziehen, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang... Ah ja, Ducken war es, ja stimmt. Am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet. Ist auch so bescheuert, dass man sich da ducken muss irgendwie. Aber wie gesagt, vielleicht wurde das auch schon gefixt in der neuesten Experimental-Version. Naja, egal. Ich durchstöber jetzt einfach hier diese Base und schau mal, was ich da so finden kann. Das ist aber selbst mit Ducken ist das ein Krampf, dieses Kabel zu zerlegen. Weißt du, du flexst halt direkt rein in das Kabel und es zuckt nicht. Nur wenn du irgendwie wegguckst, dann fängt es an, irgendwie mal Haltbarkeit zu verlieren. Das ist auch so... Ich weiß nicht, hier, das klappt irgendwie gar nicht gerade. Keine Ahnung. Oh, was haben wir denn hier? Warum ist denn hier noch eine Platine auf einmal? Haben wir die einfach die ganze Zeit übersehen? Eine große Leiterplatte sogar, krass. Haben wir die irgendwie... Lag die hier die ganze Zeit? Ist ja abgespaced. So, wenn gleich die Asteroiden kommen, gehe ich einfach eine Etage tiefer aus Sicherheitsgründen, damit wir nicht weggebombt werden hier oben in der obersten Etage. Ich weiß ja nicht, wie safe das hier oben ist. Ich hoffe, ich bin auch weit genug von meiner Basis weg. Der Trendschleifer ist noch nicht so verbessert, steht in deiner Notification. Doch, für das, was ich flexen will, nämlich diese Dinger hier, ist er schon verbessert. Das Problem ist, die zu treffen, ist halt das Problem. Du siehst ja, dass es da einen Progress gibt beim Flexen, nur halt nicht hier, die liegt halt hier irgendwie so komisch in der Geometrie drin, dass ich sie nicht erwische hier, die Flasche. Das ist das Problem. Das Trefferfeedback ist halt das Problem bei dem Ding. Nicht die Tatsache, dass es nicht geupgradet ist. Diese Nachricht kommt nur, weil es nicht richtig anvisiert ist, in den Raum dahinter flexen will, in die Wand. Das ist so total bescheuert gemacht eigentlich. Man sollte eigentlich, wenn er mal direkt vor dem Ding steht... Meteorschauer erwartet. Okay, ist es schon soweit? Blinkt immer noch grün. Das Symbol mit dem Meteorschauer. Also ist immer noch nicht soweit. Jetzt habe ich hier auch so mehr oder weniger alles weggeflext. Hier kann ich nicht. Also alles, was halt geht. Das Kabel müsste man eigentlich noch. Genau, das kann man noch. Jetzt habe ich hier die Stelle erwischt, wo das Kabel weggeht. Genau. Da ist auch noch ein Kabel. Die Bank kann ich, glaube ich, auch noch, oder? Ja, genau. Die Bank kann ich auch noch. Sehr schön. Stahlplatte. Dieses blöde Ding hier kann ich... Ah, jetzt! Es ist halt... Mal hat man's und mal hat man's nicht. Mahatma und Mahatma nicht und Mahatma Gandhi. Ach, egal. Ich versuche lieber das Kabel hier. Guck mal, das Kabel geht komischerweise. Nice. Die blöde Flasche hier geht nicht. Die hängt irgendwie so im Boden drin, dass sie so halb geschützt ist. Okay, ich gehe jetzt nach unten hier. In die untere Etage. Ich weiß nicht, von wo die Asteroiden kommen. Und wann sie kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Das ist mein erster Asteroidenschauer. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist mein erster Asteroidenschauer und mein letzter. Ja, wahrscheinlich. Also ich mache mir ehrlich gesagt immer noch mehr Sorgen um meine Base als um mich selber. Weil ich kann ja neu spawnen. Aber ich habe irgendwie... Okay, jetzt. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Na, wo sind sie? Wo sind sie? Vorsicht, eintreffender Meteoritenschauer. Okay, das Licht hat sich auch, verändert sich auch. Guck mal, es blinkt irgendwie alles. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal. Der bricht ja richtig auseinander, Alter. Da ist einer eingeschaut. Der hat den Felsen da weggesprengt. Guckt euch das mal an. Heiligsblechle. Aber ich stehe, glaube ich, genau richtig. Wenn ich auf der Seite von der Basis stehe, dann passt das, glaube ich. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Was ist, wenn das Ding hier direkt getroffen wird? Ich glaube, das ist dann trotzdem ganz schön gefährlich, oder? Ich guck mal lieber zu meiner Basis rüber. Ich mache mir da gerade ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Wenn es gleich rauscht und knallt, dann wissen wir, was passiert ist. Oh mein Gott, guckt euch das an. Oh, das ist nah, das ist nah, das ist sehr nah. Wie er die Felsen einfach bewegt, Alter. Wer sie mit dem Baseballschläger ab? Ich glaube, das sind ein paar sehr große Bälle, die man da abwehren muss mit dem Baseballschläger. Das wird schwierig, glaube ich.
Mein erster Asteroidenschau her. Es ist ganz schön schauerlich, wenn ich das mal sagen darf. Ich glaube, die Strategie, die ich habe, ist gar nicht so schlecht. So rein von... Oh, es blinkt noch. Oh. Oh mein Gott. Sag mal, dieses Blinken, soll mir das irgendwie sagen, wo der als nächstes einschlägt irgendwie? Oder... Oder ist das einfach nur allgemein eine Markierung für die Zone? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sie sind nah, sie sind nah, sie sind nah. Guck mal, jetzt blinkt es nämlich nicht mehr. Vielleicht ist das wirklich so eine Zonenmarkierung, dass man den Einschlag so ein bisschen erahnen kann. Noch was? Wow! Wow! Das war nah, das war nah, das war nah. Bleibt da irgendwas zurück? Nee, das ist nur so ein schwarzer Fleck am Boden irgendwie. Okay, das ist uncool, wenn die so weit weg sind, weil das zeigt nämlich, dass das theoretisch auch meine Basis erreichen könnte. Wenn ich Pech habe. Oh ja, uiuiuiui. Ich glaube, ich bin gerade so weit genug weg, dass es meine Base nicht in Mitleidenschaft zieht. Weil einige haben nämlich gesagt, ja, da musst du aufpassen. Die schlagen immer da ein, wo du bist, quasi. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann gehen wir einfach mal hier hin, wa? Guck mal, jetzt ist vorbei, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es überstanden. Noch irgendwo irgendwas? Moment, vorsichtig gucken. Oh, oh, was? Ehrlicherweise, ich bin mir nicht sicher, ob es schon vorbei ist. Aber es gibt kein Symbol mehr rechts, von daher muss es eigentlich vorbei sein. So, jetzt gleich mal überprüfen, ob wir Schäden an der Basis haben. Dann fahren wir mal mit dem Quad mal raus. Oh, das wird jetzt auch lustig. Pass auf! Oh, pass auf, jetzt flippe ich mit dem Quad beim Rausfahren hier und breche mir das Genick, das wäre so lustig. Alleine das Fahren hier ist irgendwie gerade, als wenn er auf Wasser fährt. Es fühlt sich an wie Jetski gerade. Sag mal, fahr mal rückwärts raus oder vorwärts. Alter, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Das hat, glaube ich, gerade die Wave Race Fahrphysik geladen, das Spiel. Okay, nee, alles gut. Jetzt ist wieder alles gut. Ha, nice. Ich hab's geschafft. Jetzt müssen wir mal schnell checken, ob irgendwas ist. Mit der Brust annehmen, wie ein Profifußballer. Ja, das machst du aber nur einmal. Meine Basis war fast weg nach dem Asteroidenschauer. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt da stehen hier, ne? Bin mal gespannt. Alter, wenn ich mir aber die Felsen da drüben so angucke, dann habe ich mehr Schaden angerichtet als jeder Asteroidenschauer hier auf der Marsoberfläche. Menschheit for the win. Menschheit hinterlässt immer ein sehr markantes Trümmerfeld, wenn sie irgendwo gewesen ist. Wenn sie irgendwie. Selbst ein einziger Mensch, so wie ich, kann da schon einiges anrichten. Wir bewegen halt was im Universum, so sieht's aus. Ganz viel Material bewegen wir. So sieht's aus, meine lieben Freunde. Du tust Dinge, die das Spiel nicht vorsieht. Es ist nicht vorgesehen, dass sie bei einem Asteroidenschauer ihre Basis verlassen. Kehren sie unverzüglich zurück. Nein, nein, das war schon richtig, glaube ich. Guck mal, es ist alles noch am Start, alles noch ganz. Ich glaube, wenn das, wenn ich darüber gegangen wäre, dann wäre es, glaube ich, zu nah dran gewesen. Dann wäre es genau falsch gewesen, wenn ich darüber gegangen wäre. Die ist ja noch mal doppelt so weit weg. Und das war genau richtig. Die wäre zu nah. Weil dann hätte ich nämlich die Asteroiden schön um mich rum verteilt. Dann wären sie genau bei meiner Base runtergekommen wahrscheinlich. Aber der Tipp war sehr gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es haben einige geschrieben, glaube ich, dass das so ist. Und einige haben auch geschrieben, dass bei ihnen die Basis halt komplett zerlegt wurde von Asteroiden. Da dachte ich mir, naja, fahren wir mal lieber weg, sicherheitshalber, ne? Gehen wir mal auf Numero Sicherung. Weil wenn ich sterben würde beim Asteroiden-Direkttreffer, das wäre nicht schlimm. Ich spawn ja neu. Aber meine Sachen spawnen halt nicht neu, wenn die kaputt gehen. Und da muss man ja wahnsinnig lange für farmen. Da müssen sie irgendwie eigentlich noch so einen Kniff finden dafür. Weil das ist ja eigentlich lame, ne? Wenn du dann einfach nur wegfahren musst und die Asteroiden schlagen nur da ein, wo du bist. Das ist ja irgendwie Schwachsinn. Also das müsste ja dann, wenn, dann schon auf der ganzen Oberfläche dann sein, der Asteroidenschauer. Damit du nicht einfach wegfahren kannst. Genau, so, was wollte ich jetzt? Genau, wir wollten farmen für den Gedönsi hier.
Für den Rover. So, wir haben die Stahlplatten jetzt tatsächlich vollständig. Wir haben Aluplatten noch nicht vollständig. Die fehlen noch, aber das ist nur die Hälfte, die fehlt. Glas ist, glaube ich, das Hauptproblem tatsächlich. Da müssen wir mal zusehen. Das kriegen wir auch beim Zerlegen nicht so oft, habe ich festgestellt. Das kriegen wir recht wenig. Schrauben brauchen wir auch mehr als doppelt so viele noch. Obwohl wir da ständig welche gefunden haben, immer wieder. Ich glaube, ich mache erstmal die Glasplatten jetzt. Die kann ich ja selber herstellen. External Oxygen, meine lieben Freunde. Das mit der Wenn das mit der Aussage stimmen sollte, frage ich mich, warum meine Solarpanels immer verstaubt sind, wenn ich mich bei meiner Base bin und Staubstürme. Ja gut, das kann sein, dass Staubstürme global sind, weil die ja nicht so wirklich... Also die Auswirkung lässt sich halt global einfach annehmen, dass deine Paneele, wenn ein Staubsturm ist, einfach auch wenn du nicht in der Base bist, verstaubt sind, verstehst du? Aber bei einem Asteroiden zählt ja die Stelle, wo er einschlägt. Das ist ja nicht global in dem Sinne, sondern ist ja nur die Stelle, die punktuelle Stelle. Und wenn die Asteroiden nur da generiert werden, wo du bist, dann ist es ja logisch, dass bei deiner Base kein Schaden entstehen kann, wenn du nicht da bist. So. Während der Staubsturm halt, da wird einfach angenommen, dass der überall ist. Und dann sind einfach deine Paneele in dem Moment, wo der getriggert wird, verschmutzt, egal wo du bist. Ich glaube, so funktioniert diese Mechanik. Genau. Glas. Wir brauchen 58 Platten tatsächlich. Glasplatten. Können wir überhaupt 58 herstellen? Ich glaube, so viele können wir gar nicht herstellen. Nee, reicht das Silizium nicht. Wir können genau 28 meine, immerhin die Hälfte. Ist doch schon mal ja nicht schlecht. Jetzt haben wir kein Silizium mehr. Silizium ist auch gar nicht so leicht zu finden, tatsächlich. Die kleinen Felsen sind eher Silizium. Entweder die stellen um auf planetare Einschläge um oder sie nehmen die Lokation, wo du am meisten warst in den letzten Tagen. Das wäre natürlich auch fies, wenn das dann daran hängt, wo du einfach immer häufiger gewesen bist, wo du quasi gechillt hast die ganze Zeit. Ja, das ist eigentlich, das wäre ein fieses System. Ja, da würde ich, glaube ich, richtig schreien und im Dreieck springen dann. Die müssen genau das machen, was mich am meisten triggert eigentlich. Und dann haben sie es richtig gemacht. Aber so wie es jetzt ist, ist es zu easy. Da kann man ja einfach sagen, oh, ich gehe mal woanders hin, ne? Das ist halt genau so eine Mechanik, die das komplett aushebelt, sobald es sich rumgesprochen hat, ne? Sobald alle wissen, du musst ja nur woanders hin beim Asteroidenschauer, ist der Asteroidenschauer halt auch kein Thema mehr in dem Moment. So, wir brauchen noch Silizium. Da machen wir doch mal noch eine Farming-Aktion, würde ich sagen. Und schauen mal, was wir hier finden. In den kleineren Felsen, die hier hinten so sind, das Material ist wichtiger als das Leben. Ja, das ist irgendwie unlogisch, oder? Also gut, wenn man Hardcore-Modus spielen würde, wo man bei einem Tod gleich tot bleibt und nicht wieder zurückkommt, das wäre natürlich dann was anderes, ja? Da würde man ja dann sich zweimal überlegen, ob man das Risiko eingeht und weggeht. Aber, ja... So ist das halt so eine Sache. Wobei dann ja auch nicht garantiert ist, wenn du jetzt wenn du jetzt bleibst in deiner Basis und das Risiko nicht eingehen willst, dass du in einer anderen Basis stirbst, das ist ja auch nicht garantiert, dass du, wenn du in deiner Basis bleibst, dass du dann da besser fährst, wenn dein Gebäude einfach mal mit einem Treffer zerstört wird direkt. Haben wir schon mal den ersten Asteroidenschauer. Ist doch mal spannend gewesen auf jeden Fall. Ich fand das schon... Also so rein, wie sie es umgesetzt haben, ist schon beeindruckend. Vor allem wie der eine da, der da runterkam, direkt auseinandergebrochen ist irgendwie in der Luft. Das war schon cool. Sag mal, hier ist die Alu-Ecke, wa? Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist bestimmt Eisen. Ha. Ich erkenne meine Felsen an der Nasenspitze. Alu kannst du auch mitnehmen. Ich brauche jetzt aber erstmal Silizium. Davon brauche ich mehr. Außerdem will ich dann eh nochmal zu einer anderen Basis und dann nochmal ein bisschen abfarmen gehen noch. Also ein bisschen abbauen Zeug. Da hole ich mir dann alles, was dann fehlt noch. Silizium brauchen wir halt gefühlt für alles irgendwie. Und das ist gefühlt am wenigsten vorhanden. Ohne Spaß. Also das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Hier ist ganz viel Alu, Alter. Hier ist wirklich fast nur noch Alu. Es muss doch mal irgendwo einen Siliziumfelsen geben. Das gibt's doch nicht. Und bevor wieder... Ah, jawohl. Bevor wieder einige sich wundern und fragen, die Komponenten auf der rechten Seite des Scanners kann ich nicht mit meinem Presslufthammer abfarmen. Die kann ich nur dann bekommen, wenn ich entsprechend
den Rover baue, um den geht's ja gerade, und dann kann der Rover mit dem Brecher in dem Rover, der kann dann diese Sekundärmaterialien farmen. Ja, also das kann ich hier nicht mit dem Werkzeug. Deswegen muss ich immer schauen, was auf der linken Seite vom Scanner steht. Die Hauptkomponente ist wichtig. Die Nebenkomponente bringt mir leider nichts erstmal. Leider, leider ist das so. Aber ist ja egal. Wenn du den Brecher hast, sind alle... Ja, ja, habe ich aber nicht, wie gesagt. Sag ich ja gerade. Habe ich ja gerade erklärt. Ich kann nur die auf der linken Seite nehmen erstmal. Wenn du den Brecher hast, sind alle Materialsorgen weg. Ja, genau, wie gesagt. Das glaube ich sofort. Aber momentan ist es leider noch nicht so. Der Rächer mit dem Brecher, ja genau. Und der Kelch mit dem Elch. So, dann machen wir hier das weg, genau. Zack. Und das auch. Hervorragend. Und das hier auch noch. Mal gucken, wie viel wir dann haben. Tu es. Komm, Meißel, Meißel, Meißel. Meißelmännchen. Jawohl. So, hier jetzt. 8, 16, 24. Ne, 20, waren nur 4. 28. 35, 39, okay. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Wie schaut es denn hier bei dem Felsen aus? Eisen. Ich habe so ein bisschen die leise Hoffnung, dass wir vielleicht in der Silizium-Ecke sind. Mal gucken. Hallo. Ja! Oh! Aber hallo, guckt euch das mal an. Da stecke ich mein Gerät doch gleich mal ganz tief rein, würde ich sagen. Nicht schlecht. Da wird gleich mal ordentlich reingebumst hier. Nice, nice. Vorsicht, aufpassen. Muss mal die Lampe, die Fleischleit hier mal anmachen. So, genau. Silizium-Erz. Da rastet sogar schon die Musik aus. Vorsicht, nicht die Feldspitze ins Auge kriegen. Das ist, glaube ich, nicht so gesund. Irgendwie finde ich das uncool, wenn die sich so auf die Seite legen. Ist das Lied von Rammstein? Könnte sein, ne? So, hier, mach mal das alles weg. Wie er sein Ding reinsteckt, natürlich. Allein schon bei der Form und den Rundungen, da kann ich mich ja gar nicht mehr bremsen hier. Nicht schlecht. Mach das alles weg. Jawohl. Halt, oh Gott, es kommt direkt auf mich zu. That's what she said. Silizium. Ganz viel Silizium. Hier braucht man noch ein bisschen was. Es kommt eben nur auf die inneren Werte an. Ja, vor allem hier gerade. Ja, genau. Da kommt es wirklich auf die inneren Werte an. Aber sowas von. Alle anderen Werte sind mir gerade eigentlich vollkommen egal. Die inneren Werte zählen aber sowas von. Die zählen doppelt und dreifach. Guckt es euch doch an, die inneren Werte. Och nee, schon wieder Schlafanzug. Mann, ey, Alter, wie oft muss der denn schlafen, Mann? Kann der nicht mal... Ich habe doch gerade eben, habe ich doch noch irgendwie 5-6 Stunden geschlafen. Am Tag sogar, weil er sich da vorher schon auch beschwert hat. Ich hab nicht genug geschlafen, ey. Meine Güte nochmal, ey. Was für ein... Der hält ja gar nichts aus. Der soll mal bei mir in die Lehre gehen, was Durchmachen angeht, Alter. Du hast im Inventar eine Müdigkeitsanzeige. Ja, die habe ich in der Realität auch. Die Müdigkeitsanzeige. Komischerweise kann ich manchmal selbst dann nicht schlafen, wenn die Müdigkeitsanzeige komplett auf Anschlag ist. Wenn die komplett voll ist, die Müdigkeit. Nein! Mist, jetzt habe ich mir an der Nase gekratzt. Hat er STRG nicht gedrückt. Gibt's doch nicht. So, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Das sieht gut aus, wir haben alles. So, warte, jetzt muss ich zurück. Oh Gott, ich bin leicht desorientiert. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Ich glaube, das ist noch die alte Markierung, die ich noch gesetzt hatte. Du kannst ohne Probleme ein paar Tage wach bleiben. Okay, also nervt er mich dann einfach nur mit dieser Meldung. Alles klar. Ich muss mal wieder meinen Anzug aufladen, glaube ich. Ja, obwohl die Batterie ist noch... Ist nur zu 75%, ist die noch voll, also geht eigentlich noch. Es nervt nur, mehr nicht. Okay. Ja gut, ist trotzdem nervig halt, ne?
So, dann haben wir doch ordentlich Lithium jetzt. Nicht schlecht. Das ist doch nice. Das müsste jetzt eigentlich, also was das Lithium angeht, müsste es jetzt eigentlich reichen für die andere Hälfte der Platten. Jetzt ist die Frage, fehlt wahrscheinlich, wie ihr schon gesagt habt, genau das Aluminium. Da müssen wir dann mal gucken. Wir wissen ja jetzt, wo welches ist. Wir müssen ja nur hier ein Stück reingehen und dann haben wir es ja schon. Einige haben gesagt, warum fährst du nicht mit deinem Quad zum Farmen? Naja, damit der auch mal Sport macht. Guck mal, auf dem Mars, da ist das Gewicht, also dein Gewicht ist leichter, weil der Mars ist kleiner, hat eine geringere Anziehungskraft. Das heißt, dein Body muss weniger tun für Bewegung. Das heißt, deine Knochen werden tendenziell immer dünner, mehr oder weniger, oder bauen sich eher ab, weil weniger Masse getragen werden muss. Und das heißt auch, dass du weniger Muskelmasse dann irgendwann hast. Noch weniger als auf der Erde, wenn du nicht tust. Das heißt, man muss auf dem Mars tatsächlich auch trainieren, wahrscheinlich. Auf jeden Fall muss man darauf achten, weil wenn man sonst nämlich zur Erde zurückkehrt, und das ist ja hier, glaube ich, irgendwann auch mal unser Ziel, dass wir mal zur Erde zurückfliegen auch, dann ja, hast du dann erstmal ganz schön zu kämpfen. Zumal du ja dann auch noch im Weltraum bist, da hast du ja dann noch weniger Anziehungskraft. Das heißt, da musst du ja dann auch erstmal ein gewisses Muskelkontingent aufbauen, damit du dann davon zehren kannst, auch so ein bisschen. Also man muss schon, glaube ich, als Marsianer darauf achten, dass man nicht so abnimmt halt. Also dass man nicht irgendwann dann einfach nur noch so eine Hungerleiste ist, beziehungsweise keine Muskeln mehr hat. Das stelle ich mir auch problematischer, wenn man jetzt auf dem Mars ist und man ist eigentlich nur passiv und man frisst die ganze Zeit. Man ist die ganze Zeit nur am Fressen und wird dann irgendwann dick. Dann hast du schwache Knochen. Erhöhst aber dein Körpergewicht. Das heißt, Übergewicht auf dem Mars ist tendenziell sogar noch schädlicher als auf der Erde wahrscheinlich. Würde ich sagen. Also rein für deinen Körper und so. Weil Gewicht nimmst du ja genauso schnell zu, theoretisch, wenn du dich nicht bewegst und trotzdem halt, ne? Das ist, glaube ich, dann echt nicht so ohne. Sowas wird ja auch in Langzeitstudien probiert. Da werden Leute einfach ins Bett gelegt. Und dann wird geschaut, wie denen ihr Körper sich verändert, wenn die sich nicht bewegen. Und das soll halt Schwerelosigkeit simulieren, quasi. Über eine längere Zeit. Damit die Wissenschaftler halt sagen können, okay, so und so, was passiert da? Warum haben die in mir hier eine Wand eingesetzt? Wir haben doch hier dahinter, hatten wir doch einen Gang gehabt. Warum ist denn hier jetzt eine Wand drin? Ich verstehe es nicht. Ich fühle mich gerade irgendwie veräppelt hier, was das angeht. Okay, ich habe jetzt meinen Anzug nicht nochmal aufgeladen. Ich werde jetzt trotzdem einfach den Helm abnehmen und mich einfach mal hinlegen und schlafen jetzt. Das mache ich auch ohne Studie. Vielleicht ist da der Stoffwechsel anders. Ja, das kann auch sein, dass er da anders ist. Vielleicht, man weiß es nicht so genau. Weil ja alles im Grunde auch, die Arbeit fällt einem ja da leichter, theoretisch auch. Ne? Man muss ja bei, das Gewicht ist ja anders. Wobei das ja dann auch wieder angepasst wird, wenn das Gewicht von Sachen, die man trägt, leichter ist, dann kann man ja tendenziell auch einfach mehr tragen und hat ja dann dasselbe Gewicht wieder wie auf der Erde. Man trägt halt nur mehr. Insofern, ja, es ist spannend auf jeden Fall, ne? Auf dem Mond ja das Gleiche. Das ist ja noch schlimmer eigentlich. Da ist ja noch weniger Anziehungskraft. Da gibt es ja so geile Bilder, wenn die auf dem Mond rumfahren mit ihren Mondrovern und dann schleudert der Mondrover den Staub auf und dadurch, dass da keine Atmosphäre ist und die Anziehungskraft halt auch so niedrig, fliegt der Staub halt einfach in so Mustern nach oben und fällt dann so straight wieder nach unten. Das ist also richtig, also so langsam halt fällt er dann wieder runter. Das ist echt mega cool eigentlich. Daran erkennt man eigentlich schon alle, die behaupten von wegen, die Mondlandung ist nur gefälscht und die haben einfach alle keine Ahnung, ja. Die haben einfach keinen Peil von irgendwas. Hier ihr ganzen Grüße an die Flacherdler und Mondlandungsverschwörer da draußen. Ja, ihr habt einfach alle keine Ahnung. Ihr seid raus. Raues. Seid ihr raues. So, pass auf. Ich mach mal jetzt hier. Ich lege jetzt erstmal die Platine in den Kühlschrank. Ich habe ja nur noch einen Slot im Kühlschrank. Die blöden Platinen kann man nicht stecken. Ich habe drei Riesenplatinen, alter Schwede. Nicht schlecht. Okay. Was hat jetzt noch gefehlt? Genau, Glas hat noch gefehlt. Ich muss mich aufladen. Moment. Habe ich meinen Helm auf? Ja, habe ich. Helm, Helm, Helm. Strom, Strom, Strom. Wie habe ich das immer gemacht eigentlich? Habe ich mich hier dran aufgeladen? Ich glaube, hier habe ich mich dran aufgeladen. Wenn mich nicht alles täuscht. Anzug aufladen. Oh, 56% waren das nur noch.
Die Reptiloiden soll ich nicht vergessen. Stimmt. Und die Aliens. Die grauen Aliens. Genau. Und überhaupt alles. Die Illuminaten. Genau. Und Bill Gates nicht vergessen. Den dürfen wir hier, wenn wir schon davon anfangen, dürfen wir den auch nicht vergessen. Der hat mich hier mit den ganzen Chips ausgestattet, mit denen ich das hier alles gerade mache. Auch die, die in meinem Kopf sind. Da kann ich alles viel besser und schneller verarbeiten. Nein! Da geht mir die Tür... Nein, was ist denn das jetzt? Tür offen lassen. Okay, Moment, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte, was wollte ich? Ich wollte Glas backen. Glas. Wie viel brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Warte mal, was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben 30. Okay, wir brauchen nochmal 30, glaube ich. Drücken. Glas. Da, guck mal, das geht. 30 kriege ich hin. Oder? Nee, geht nicht. Was? Ich habe so wenig. Alter! Wir müssen ja nochmal Silizium farmen gehen, ey. Das gibt's ja nicht. Das ist ja brutal. Da bin ich ja noch Jahre am Farmen. Jetzt haben wir erstmal 41. Wir brauchen 60, Mann. Sag mal, was ist denn das eigentlich? Der Rover besteht aus Glas oder was, wa? Warte mal ganz kurz. Das ist ein Glaskasten, glaube ich, der Rover. Ja, Mann. Das ist ein fahrendes Aquarium oder Terrarium oder was weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss mal meinen Sauerstoff mal austauschen hier. Ö2, da. Laden wir den mal auf. Saure Stoffflasche füllen. Nice. Genau. Raus wieder und nehmen. Nehmen und wegstecken. Die All-Seeing Eye. Silizium ist ein hohes Gut. Schwer zu finden. Das ist richtig. Weißt du was, ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal wohin und minern uns mal ein bisschen, oder flexen uns besser gesagt mal ein bisschen. Ich glaube, hier kriegen wir mehr, hier holen wir mehr raus. Oh, da drüben ist sogar noch was. Das sieht auch richtig interessant aus da drüben. Das sind auch Solarpaneele. Nice. Ja, hier ist doch, da ist ordentlich was zum Abfarmen. Steigen Sie mal ab und nehmen Sie es in die Hand. Dann mal reinflexen ordentlich. Nicht schlecht. Guck mal, Stahlplatten, genau. Packung, Schrauben. Die Schrauben sind auch mega wichtig. Da braucht man auch richtig viele. Electronics ohne Ende, meine lieben Freunde. Technological Advancements. Nice. Wohnkapseln leben in Herden, genau. Eine Herde Wohnkapseln. Sie streift über das weite Land auf der Suche nach Nahrung. Nicht schlecht. Flexen, flexen, flexen. Immer schön reinflexen. Und hier am besten den Schrott auch noch wegmachen. Tu es, tu es. Jawohl. Er muss ja jede Kiste einzeln wegmachen. Okay, dann mach es. Wenn man so drum rumläuft, geht es gefühlt irgendwie schneller, als wenn man einfach stehen bleibt und das macht. Ah, ah, ein Tar. Ah, oh, oh. Nimm das Ding weg, nimm das Ding weg, nimm das Ding weg. Ich habe mein Tablet. Jawohl, nimm es. Nein, ich kann es nicht nehmen, weil mein Inventar voll ist, wa? Nee, hä? Moment mal, warum geht das nicht? Warte mal, ich muss, glaube ich, das hier wegflexen, bevor ich das nehmen kann. Schnell wegflexen. Ich habe ein Tablet gefunden. Nice, nice, nice. Das ist mal ein Glückstreffer jetzt. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Mal sehen, was es ist. Hoffentlich ist es das Gewächshaus. Das wäre cool, dann können wir das nämlich auch mal bauen dann. Sag mir, dass ich das nehmen kann, bitte. Ja, ich kann es nehmen. Ich habe es genommen. Ich habe es genommen. Nice. Und ich werde es mir reinziehen. Warte, wo ist es? Ich bin blind. Das ist das hier, oder? Jawohl. Verwenden. Und Lötlampe 3. Hä, was soll ich denn damit anfangen? Keine Ahnung. Soll ich mir einen verlöten oder was? Was soll ich denn damit? Da kann ich mir so richtig einen verlöten. Hä, und puff, Tablet weg. Ja, das wär's jetzt. Ich habe es benutzt. Ganz schnell und dreckig habe ich es benutzt. Und dann war es weg. Komm schon, mach es. Hau weg den Schrott. Zieh, zieh, zieh. Yes.
Die Dinger kann ich ja nicht zerlegen, oder? Nee, da brauche ich noch. Da brauche ich die nächste Stufe noch. Mal gucken, was wir jetzt hier drinnen noch so kaputt machen können. Ah, hier, warte, hier sind noch Sachen. Das können wir, glaube ich, auch alles zerlegen hier. Jawohl. Nicht schlecht. Mit der Lötlampe kannst du dir eine Suppe warm machen, wahrscheinlich. So eine Feldsuppe. Aber fängt die nicht sowieso von alleine an, auf dem Mars zu kochen direkt? Das verdampft doch eigentlich direkt auf der Marsoberfläche, wenn man da eine Dose aufmacht. Ich glaube, das geht gar nicht. Weil Wasser fängt ja sofort an zu kochen, da wegen dem niedrigen Druck. Ist die Suppe ganz schnell fertig und ist aber auch ganz schnell weg, weil sie verdampft ist. Nicht schlecht. Ja, das sieht doch gut aus, my dear friends. Das sieht doch gut aus. Immer schön wegmachen hier das Zeug. Flexen, flexen, ohne Ende. Ist hier hinten noch was? Ne, da ist nichts mehr. Jetzt muss innen drin hoffentlich noch was sein. Das wäre jetzt natürlich geil, wenn da noch ein Tablet rum... Oh, warte mal, da vorne? Ne, okay, nee, das ist nur so ein offenes Panel gewesen. Hier haben wir noch Essen. Noch mehr Essen. Vielleicht mal Z drücken. Wie war das? Genau, Z drücken musste man. Damit man die Dinge sieht, die man aufheben kann. Da ist noch mehr Essen. Essen ohne Ende. Warte mal, da ist irgendwie noch was, oder? Hier drin? Meine, da habe ich gerade... Ah, nee, okay, nee. Es sah so aus, als wäre da was drin. Ja, dann nimm mal das Essen mit. Das gute, gammelige Essen, was da rumliegt. Die guten Einmannpackungen hier. Hier war irgendwo noch eine, da genau. Sehr schön, ja nice, da haben wir doch einiges, nicht schlecht. Hier kann ich, glaube ich, auch noch einiges flexen. Leider keine Platinen. Eine flexible Sendung. Etwas Druck gibt es ja auf dem Mars. Ja gut, aber nicht genug, damit Wasser flüssig bleibt, glaube ich. Das ist, glaube ich, so ein bisschen generell das Problem. Vielleicht noch in die Schränke schauen. Wenn da nichts angezeigt wird mit Z, dann ist da auch nichts drin tatsächlich. Also wenn ich kann da Z drücken, ja, aber wenn ich da Z drücke in der Nähe von den Schränken, dann ist da nichts. Also. Und an dieser Stelle endet diese Folge Occupy Mars. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Occupy Mars, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!